Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Wir fusionieren einen Live-Online-Haul mit Wir probieren die Produkte aus und ich habe mir einige Produkte bei Flaconi Online aussuchen dürfen. Und zwar ganz spezielle Produkte, die ich eigentlich noch nie hier getestet habe und ich der festen Überzeugung bin, dass sie euch ziemlich gut gefallen könnten. Denn das Ganze ist ein Drogerievideo mit Produkten aus einem Online-Shop und von Marken, über die wir viel zu wenig reden. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit ist ein Video von mir online gegangen, wo ich so ein paar Punkte zu Max Factor gesagt habe. Und seitdem ist einiges passiert. Ich stehe auch in engem Kontakt mit Max Factor und mittlerweile auch Manhattan. Und ich dachte mir, okay, sie haben viele, viele Produkte, die super, super spannend sind. Und warum redet da niemand drüber? Deswegen habe ich mir alles bei Flaconi gekauft und ich habe auch einen Rabattcode von Flaconi für euch bekommen. Damit kriegt ihr 15% auf alles auf der Aktionsseite. Ich setze euch die Links zu jeden einzelnen Produkten unten in die Infobox. Da könnt ihr sehr gerne reinklicken und so ein bisschen durchstöbern. Und ich glaube, dass da das ein oder andere für euch mit dabei sein würde. Ich habe, wie gesagt, fast alle Produkte noch nie benutzt. Das heißt, wir haben ein First Impression Video mit Drogerieprodukten, die ihr online sogar noch günstiger kriegt. Einige der Produkte sind auch extrem krass reduziert. Ich habe alles bestellt, habe alles hier und wir starten mit dem Video. Freunde, meine Haut ist so ein bisschen gereizt. Ich war gestern bei der Kosmetik. Aquafacial, die Hautoberfläche ist super, super schön, aber ich bin natürlich noch ein bisschen gerötet. Und damit wir so viele Produkte, wie es geht, in mein Gesicht kriegen können, habe ich tatsächlich auch gleich zwei Primer. Vielleicht finden wir verschiedene Primer. Matt Primer, Radiance Primer. Der ist im Sale. Freunde, ihr kennt mich, ne? Sale ist immer gut. Ist der gelb? Wollen wir den ausprobieren? In den Warenkorb. Einmal von Manhattan und einmal von Max Factor, die beide recht ähnlich sind, aber ich wollte euch einfach zwei verschiedene Alternativen mit auf den Weg geben. Wir haben hier auf der einen Seite den Radiance Primer, der soll illuminating sein. Ein All-Day Radiant Looking Skin Primer, der einen natürlichen Glow verleihen soll. Die Haut soll sich seidig anfühlen und nicht klebrig. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen das schickere Pendant dazu. Das ist der Miracle Glow Pro Illuminator. Das ist, ja, kann man als Primer benutzen, kann man als Highlighter benutzen. Guess what? Wir benutzen es als Primer. Auf die eine Seite kommt das, auf die andere Seite kommt das. Und ihr könnt mir, während ich die Produkte auftrage, gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit diesen Produkten habt. Tatsächlich war das Feedback damals unter meinem Max Factor Video super, super hilfreich. Nicht nur für mich, sondern auch für Max Factor. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit denen auch zusammenarbeite. Dieses Video entsteht aber nicht mit den Marken an sich. Ich dachte aber, es passt einfach. Ich habe einen Code bekommen von Flaconi. Da bin ich ja sehr transparent mit euch und durfte mir ein paar Sachen aussuchen. Und ich dachte, okay, ich spare mir den Weg in die Drogerie. Die Produkte sind dort teilweise sogar günstiger als in der Drogerie. Deswegen, why not? Und ich bin ja dafür da, um euch zu zeigen, ob sie gut sind. Das heißt, ihr spart euch den Weg in die Drogerie, könnt einfach auf die Links unten in der Infobox klicken und habt dann direkt die Produkte zu Hause. Ich habe den jetzt auf der einen Seite mal aufgetragen. Der hat tatsächlich einen wirklich schönen Glow, ohne so künstlich auszusehen, ne? Also, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte auch mal so eine Zeit, da habe ich einfach willkürlich Liquid Highlighter unter meine Base gemischt. Und das sieht natürlich immer so ein bisschen schwierig aus. Der hinterlässt aber einen sehr, sehr feinen Glow. Und ich finde eh, dass Max Factor, ich habe mich ja viel mit denen auseinandergesetzt, mit den Produkten auch, um einfach zu verstehen, was sind das für Produkte. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Max Factor ist bekannt dafür, mit Licht zu spielen. Das sieht man hier tatsächlich schon, ne? Also das ist eine sehr frische, glowige Base, kühlt schön. Aber wir probieren auf der anderen Seite nochmal den von Manhattan aus. Ich finde, Manhattan ist auch, der ist gelb. Stimmt, ich erinnere mich. Manhattan ist auch so eine Marke, über die viel zu wenig gesprochen wird, was ich eigentlich schade finde, weil ich recht gute Erfahrungen habe. Die erste Foundation, die ich benutzt habe, war tatsächlich diese in dieser schwarzen, matten Verpackung, in dieser Quetschtube. Und ich weiß nicht mehr, wie sie sah, außer, aber tatsächlich war Manhattan so die erste Marke, die ich benutzt habe an Make-up wirklich. Ich muss sagen, der Primer hat so eine leichte gelbliche Färbung, aber auf der Haut ist er dezenter als der jetzt hier von Max Factor. Gefallen mir beides sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diesen Glow erkennen, ne? Sehr frisch, sehr gut. Ist auch nicht übermäßig parfümiert, fühlt sich gut an, klebt tatsächlich auch nicht und das ist nicht so ein speckiges Gefühl, was man ja oft hat mit diesen Glow Primern.
Ihr kennt mich aber, wir brauchen den Glow und deswegen habe ich hier wieder die L'Oreal Foundation. Das ist die Perfect Match Nude. Auch die gibt es bei Flaconi. Ich habe extra geschaut, dass ihr die Produkte auch dort findet, damit es für euch am Ende einfacher ist. Und ich trage mir mal die Foundation einfach auf. Die gibt es dort in allen Farben. Also ihr könnt da wirklich euch durchklicken. Ich werde auch immer wieder gefragt, welche Farbe ich habe. 3 bis 4 hell bis mittel. Und ich blende mir das Ganze erstmal mit einem Pinsel ein. Die Foundation im Zusammenspiel mit den Primern kann ich mir richtig, richtig schön vorstellen, weil das einfach so dieses frische Effortless Make-up ist. Ne? Also dieses, man sieht aus, als hätte man wenig im Gesicht. Das ändert sich gleich, versprochen, Freunde. Aber look at that glow. Einfach dieses zarte. Okay, die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich drehe mich mal so ein bisschen, dass ihr beide Seiten sehen könnt. Also ich finde, man sieht jetzt mit der Foundation nicht mehr so einen starken Unterschied, wobei hier so ein bisschen der Glow besser rauskommt. Aber eine sehr zarte, eine sehr frische Foundation und Kombination mit dem Primer. Fühlt sich super, super schön an und ich weiß nicht, ob ihr es auf die Entfernung sehen könnt. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Die Hauttextur scheint durch, ohne betont zu werden. Und das ist ja, was viele immer wollen. Ne? Günstiges Make-up mit High-End-Performance und das tatsächlich muss man... Das klingt immer doof, aber ich finde tatsächlich, dass Max Factor von... Wenn man sich ein bisschen mit Max Factor auseinandergesetzt hat, dann versteht man die Produkte ein bisschen besser. Und deswegen freue ich mich halt so, dass ich jetzt hier auch wirklich nochmal ganz, ganz viele Produkte austesten kann. Die Sachen sind Drogeriepreise, aber mit einer anderen Performance. Und das merkt man schon, weil sie die Geschichte von der Marke einfach so ein bisschen anders ist. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil das Video ist, nachdem ich ein anderes Video gedreht habe, was ihr später seht. Aber... Ihr erinnert euch mit Sicherheit an den Perfect Match Concealer, einer eurer Favoriten. Und ich habe den neulich in dem Video getestet, was ihr, glaube ich, nächste Woche seht oder Ende der Woche. Das ist der Perfect Match Concealer und ich habe den, seitdem ich jetzt dieses andere Video gedreht habe, jeden Tag benutzt, weil der so ein schönes Finish auf der Haut hat. Es könnte mein liebster Drogerie-Concealer werden. Ich blende mir den auch direkt einmal aus. Der hat halt so leichte Reflexionen mit drin, finde ich. Und der verblendet sich mit, auch mit der Perfect Nude Foundation extrem, extrem gut. Und ich glaube, dass das für viele von euch ein guter Concealer sein könnte, wenn ihr Probleme mit trockenen Stellen unter euren Augen habt. Weil der halt, der wird nicht trocken, aber der settet sich so ein bisschen von selbst. Und das dadurch halt einfach sehr versatil einzusetzen. Ihr seht, der hält auch schön auf. Ich habe den in der Farbe 3N. Wenn ich aussehe wie ein Waschbär, dann ist es genau das Richtige. Ich möchte jetzt aber weitermachen. Und zwar fand ich das super, super spannend, das Produkt. Ich habe 3 Blushes gekauft. Okay, wir schauen mal nach einem Blush. Max Factor Blush. Who is she? Den habe ich schon mal getestet. Die mag ich sehr gerne. Der ist zwar gerade im Sale, aber wir nehmen einmal den hier. Wie schön ist bitte diese Farbe? Den könnten wir eigentlich auch noch nehmen, oder? Einer davon ist ein Cream Blush. Und der ist von Max Factor. Das ist der Miracle Touch Creamy Blush. Super klein. Man kann den angeblich auch auf den Lippen. Wow. Auf den Augen und als Blush benutzen. Ich gebe mir jetzt hier mal ein bisschen was auf meinen Handrücken. Super cremig. Ähnlich wie so ein Lippenbalsam. Und dann nehme ich einfach den Foundation Brush mit so ein bisschen Foundation noch dran. Und dadurch wird die Deckkraft natürlich ein bisschen leichter. Aber wie schön. Wow. Der ist so wet. Das ist nicht so typisch Cream Blush, sondern das ist so eine leichte Wet-Formula, der so ein bisschen einfach frischer aussieht. Und den, ich übertreibe es natürlich jetzt. Seht ihr das? Ich gehe nochmal hier rüber. Favorite Blush als Creme-Variante, weil der ist... Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der ist ganz, ganz zart schmelzend. Und sobald der mit der Haut in Verbindung kommt... Wird der so fein und so zart? Okay, ich muss aufhören, es wird sonst zu viel. Wunder, wunderschöner Blush, ist für euch verlinkt. Hier so ein bisschen. Reicht. Okay. Loses Puder, definitiv transparent beige, in den Warenkorb. 9,99 klingt erstmal gut. Sind halt die Drogeriepreise, ne? Aber ab und zu gibt es auch noch, Lidschatten. Die oder die? Wir setten das Ganze unter den Augen und da bin ich sehr gespannt. Ihr wisst, ich habe ein Faible für loses Puder und da habe ich hier dieses Schätzchen gefunden. Das kann man so ein bisschen zusammenbauen und da gehe ich einfach auch direkt
unter meine Augen mit. Ich habe viel Gutes von diesem Puder gehört und gehe nur so ganz leicht unter meine Augen. Und ihr seht, glaube ich, direkt einen Unterschied. Ne? Hier ist es noch glowy, es creased so ein bisschen gerade. Dann gehe ich einfach nochmal hier runter und dann nehme ich das Puder. Das ist cool, hätte ich nicht gedacht. Also es kommt nicht zu viel raus. Was sagen wir, lieben wir es? Ich lieb's. Und das ist halt, ich liebe solche Videos. Ich liebe es, wenn ich euch Sachen zeigen kann, die ich auch das erste Mal selber benutze. Und ihr seht ja, dass es funktioniert. Ne? Das ist das Schöne bei Make-up, man kann keinen Quatsch erzählen, weil ihr seht das Ergebnis. Ihr seht es live. Ganz, ganz weich. Das ist ein sehr, sehr gutes Puder. Ich will aber nicht übertreiben. Ich habe nämlich hier noch ein Schätzchen. Und brauchen wir noch ein gepresstes Puder? Ich weiß es nicht. Was ist das? Kennt ihr das? Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Sale. Sale klingt immer gut. 15%? Crystal Beige. Sand. Und da habt ihr mir empfohlen. Und da habe ich mich gefreut, dass es das bei Flaconi auch gab. Das ist eigentlich eine Compact Foundation. Aber ihr kennt mich, Freunde. Ich gehe nicht mit Compact Foundations als Foundation, sondern ich benutze das als Puder. Und ich gehe jetzt einfach mit einem Pinsel hier rüber. Oh, der Kraft ist da. Moment. Ich habe jetzt hier nur eine halbe Seite gemacht. Es ist matt. Der Blush ist fast weg. Wie deckend ist dieses Produkt? Sekunde. Okay, halt. Ich komme ein Stückchen näher. Ich glaube, ihr seht das, ne? Das hat so viel Deckkraft, dieses Ding. Ich kann damit einfach den Blush abdecken wieder. Wenn ihr auf Puder Foundation steht oder wenn ihr wirklich full Coverage Make-up haben wollt. Wow. Ich mach mal die andere Seite. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja ein Fan von full Coverage. Eigentlich. Manchmal mag ich es aber auch so ein bisschen glowy. Aber das Krasse ist, ihr könntet, wenn ihr gar keine Lust habt, glaube ich, das wirklich nur als Foundation benutzen. Oder halt so wie ich, um das Gesicht komplett zuzumachen. Das Ding ist der Gewinner gerade. Ich erkenne mich nicht wieder. Das hat so viel Deckkraft. We stan. Wir probieren jetzt nochmal was aus. Das ist die Lösung aller meiner Probleme unterhalb der Augen. Das ist, ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen in der Kamera. Dafür ist sie nicht hochauflösend genug. Aber das sitzt auf der Haut wie eine Foundation. Ihr seht nicht, dass es Puder ist. Keine Augenringe mehr. Freunde, wenn ihr irgendetwas aus diesem Video mitnehmt, it's this one. Ich glaube, ihr habt gerade diesen krassen Effekt gesehen, ne? Vorher war alles so natural und so ein bisschen cute. Und jetzt ist hier einfach Full Coverage, ohne dass es cakey aussieht. Das ist halt immer das Problem bei diesen Foundation-Pudern. Ihr erinnert euch an das Fenty-Puder. Katastrophe. Okay, das bleibt direkt hier liegen. Ich habe aber noch zwei andere Blushes, Freunde. Der musste mit. Ihr habt es gesehen. Das ist die krasseste Farbe, die ich jemals gesehen habe. Und ich glaube, dass man den perfekt als Lidschatten benutzen könnte. Tell me something new. Krasses Produkt. Ich gehe hier lang, weil ich habe so viel Angst vor diesem Blush. Moment, ich glaube, der sieht gut aus, wenn man ein bisschen dunkler ist. Ich gehe hier rein, der Pinsel sieht, das sieht gefährlich aus. Aber dadurch, dass ich ja jetzt so ein Full Coverage Make-up habe, können wir es auch mit dem Blush übertreiben. Mit ein bisschen von diesem Foundation Puder rüber. Sieht das süß aus. Das ist eine spannende Farbe. Wir benutzen das gleich als Lidschatten, glaube ich. Ich wollte eigentlich noch diesen Blush hier benutzen. Wollte eigentlich. Wir tun es einfach, oder? Der ist sehr, sehr zart. Hat schönen goldenen Schimmer mit drin. Und den setze ich mir nur punktuell hier vorne hin, um das so ein bisschen wieder fresher zu machen. Bei meiner Hautfarbe ist der nicht so sichtbar, aber er kriegt halt diese Bewegung mit drin. Und vielleicht kriege ich dadurch den anderen so ein bisschen ausgesoftet. Das ist eine gute Farbe, um das hier so ein bisschen hinzugeben, auf die Stirn für ein bisschen Bewegung. Freunde, ich habe gerade so viel Spaß, das ist unglaublich. Ich weiß, ist ein bisschen verwirrend für euch wahrscheinlich gerade, weil ich die Sachen ja auch das erste Mal benutze teilweise. But tell me, das ist krass, oder? Wir kommen jetzt zu den Augen. Okay, so könnt ihr meine Full Coverage Realness einmal sehen. Das sieht in echt noch viel, viel schöner aus als in der Kamera. Man sieht keine Pore einfach mehr. Es ist so frisch und ausgeglichen und ausgesoftet. Und durch diesen Blush hier eben, diesen Maxi-Blush von Manhattan,
ist das halt ein bisschen natürlicher wieder geworden, weil die Foundation ist so deckend, dass sie natürlich eure eigene Rosigkeit überdeckt. Es ist genau das, was ich will. Ich will aber dann wieder Rosigkeit rübergeben und habe dann mit dem Blush hier so eine richtig schöne Frische zurückgegeben. Also das ist so ein, ich hätte, das wäre so ein perfektes Topping-Powder für übers komplette Gesicht. Ich habe eine Lidschattenpalette gekauft von Max Factor. Das ist diese hier. Die ist recht schlicht, aber wir haben hier so ein Ding. Das benutze ich jetzt erstmal nicht. Das sind alles matte Farben und ich wollte so ein Signature-Matt-Look heute schminken und gehe mit so einem fluffigen Pinsel hier in diesen Ton. Sieht gut pigmentiert aus. Und platziere mir das erstmal hier hin. Oh, wow. Sehr pigmentiert, schön matt. Also da ist kein Glow mit drin. Super, super easy. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gebe mir das einmal als Transition Shade hier schon mal so ein bisschen hin. Und dann machen wir heute einen super, super vampy, ja, smoky Eye Look. Tatsächlich fühlen die Lidschatten sich nicht pudrig an. Also wenn ich hier reingehe, schaut euch mal den Finger an. Das ist, seht ihr das? Das ist wie so ein Stückchen feucht, ohne dass es nass ist. Das ist das halt, was ich meine, ne? Man erwartet Drogerie, aber von der Textur her und die Verpackung würde das ja auch nicht, da denkst du ja nicht dran, ne? Dass das so performt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass ich solche Videos auch mache, um einfach euch zu zeigen, okay, ihr kriegt A, dort die Sachen sehr günstig, ihr kriegt sie online ohne Probleme und schaut mal, die sieht halt nicht spektakulär aus, aber trust and believe, ihr werdet mich gleich nicht wiedererkennen. Okay, als nächstes gehe ich mit einem flachen Pinsel hier rein in dieses dunkle Braun und gebe mir das komplett auf mein bewegliches Lid. Das ist nicht pudrig Lidschatten. She's a vamp today. Könnt ihr das sehen? Wenn ich hier. Ne, hier. Das ist so feucht, der Lidschatten, dass das fast wie so ein Cream Eyeshadow ist. Beurteile niemals ein Buch nach seinem Cover. Me. Ich habe die Farbe jetzt erstmal aufgebaut, grob, noch nicht ganz ordentlich. Und gehe jetzt einfach mit dem Pinsel von eben hier nochmal rüber und blende das aus. Ich möchte heute wirklich einen super Vampy-Look haben, der für abends halt perfekt ist. Wenn ihr abends einfach nur diese rote, vormittags einfach nur diese rote Farbe auftragt, habt ihr so einen Alltagslook. Und wenn ihr dann abends weggehen solltet, einfach hier, schaut mal, rüber. Bisschen verblenden. Krass gerade. Ich kann gar nicht aufhören, in den Monitor zu schauen. Und wir intensivieren das Ganze noch mit dem Schwarz. Ich nehme denselben Pinsel, klopfe ein bisschen ab und gebe mir das direkt an die Lashline. Kim Kardashian liegt am Boden gerade. Ich mache das Ganze einmal unten und bin gleich wieder da. Alright, Freunde, kurzer Disclaimer. Ich habe mit diesem Schwämmchen hier vorne einfach wie so ein Cat-Eye machen können. Kim Kardashian Met Gala 2021, ne, 21, da hat man sie nicht erkannt. 2018, 19? Nee, ja, doch 19. Wow, oder? Vor allem, das sieht auf dem Auge nicht pudrig aus. Das ist ganz verrückt. Ich habe es euch probiert eben einzublenden oder vorhin einzublenden. Der Lidschatten ist wie so eine Creme auf dem Auge. Ohne dass es feucht ist. Das ist verrückt. Wir machen erstmal Mascara. Da habe ich hier von Max Factor die False Lash Effect Mascara. Die ist wasserfest und hat ein krasses Bürstchen. Das ist größer als einiges. Okay, wartet. Seht ihr das? Also, klar, ich habe jetzt schwarzen Lidschatten, aber schau mal nach unten. Seht ihr den Unterschied? Das ist so wirklich False Lashes. Wow, ihr seid nochmal schön nah dran. Ich habe nämlich noch was für die Augenbrauen gekauft. Habe ich völlig vergessen, wie immer. Und zwar einmal hier von Max Factor den Real Brow Fill in Shape. Der ist auf der einen Seite wie so ein Powder, um so leicht aufzufüllen. Und auf der anderen Seite haben wir einfach ein super spannendes, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ganz, ganz flacher Eyebrow Pen, mit dem ich hier erstmal so ein bisschen die Form vorgebe. Schöne Farbe. Ich habe. Oh, die Farbe ist schön. Das ist die Farbe Medium Brown. Ich mag die Form, weil ihr damit direkt sehr, sehr präzise Linien ziehen könnt in die Augenbraue mit rein. Und dann habe ich noch Manhattan Pro Brow Pro Micro Precision Stroke Pen.
Damit kann man hier so Härchen reinmachen. Das mache ich ja total gerne. Kann man im Prinzip auch als Eyeliner benutzen, aber den werdet ihr jetzt nicht sehen. Die Spitze ist 0,2 mm fein. Oh wow, ich fühle mich wie ein Vamp. Velvet. Oh, sieht auch schön aus, schaut mal. Und für die Lippen habe ich mir auch noch was ausgesucht. Und zwar ist das ein Lipfinity Velvet Matt in einem schönen Nude-Ton. Super fresh. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt aber doch noch mal hier ein bisschen mit diesem Blush rüber, um das zu intensivieren. Meine Hände sehen aus, aber look at that. Ich habe so eine krasse Base, so einen intensiven Augenlook gemacht. Ich bin verliebt. Augenbrauen, amazing. Lidschatten, ganz ehrlich, da war ich ein bisschen skeptisch, weil Packaging, ne, täuscht ein bisschen, aber für den Preis haben wir ein richtig, richtig tolles Finish. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich lieb's, ich bin verliebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne unten in die Infobox, da stehen die Links zu jedem einzelnen Produkten rein. Klickt euch gerne durch die Links, damit unterstützt ihr mich natürlich ein bisschen. Und ich würde mich freuen, wenn das ein oder andere Produkt hier vielleicht für euch mit da war. Es war kein Flop dabei. Große, große, große Empfehlung ist dieses Foundation Puder. Links sind unten in der Infobox. Es gibt viele, viele Rabatte, gerade bei Flaconi. Schaut da unbedingt vorbei. Und ich lasse euch auch den Link zu der Aktionsseite einmal unten stehen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.